Und das ist schon viel wert, gerade auch wenn du eine Behinderung hast, dass du was hast, an dem du dich klammern kannst, was für dich emotional wichtig ist. This is Sebastian Rub. He is 22 years old and visually handicapped. He sees only 5 to 8%. Also bei mir war es schon als kleines Kind schlecht. Es war für mich einfach die Welt, wie sie ist. A teacher at school recognized that he was a good runner. She asked him to come to a track and field sports group to coach him. Over the years, he was specialized on the 200-meter sprint and won a lot of championships. Mir ist dann auch klar geworden, was ich überhaupt erstmal aus dem Sport gezogen habe. Also allein dieses, hey, okay, ich bin blind, aber ich kann was. Also es gibt Sachen, in denen ich trotzdem besser bin als irgendwie andere Leute. Ich bin jetzt dadurch nicht irgendwie wirklich behindert, sondern ich habe halt andere Stärken. Das war für mich eigentlich jetzt im Nachhinein so der größte Faktor, den ich daraus gezogen habe. Viel Selbstsicherheit. Also viel Sachen, die andere Blinde vielleicht nicht haben und durch die andere Blinde auch gerne untergehen. Sebastian won several German and international championships. The national team asked him to try the qualification for the Paralympics in Rio 2016. He trained hard and ran the required time, but then the German team had no space for another runner. Es war für mich schon eine Mischung aus Wut, Verzweiflung. Es war so ein bisschen dieser Gedanke, hey, ich habe jetzt gerade ein Jahr dafür verschwendet. Es war für mich, ja, es ist halt einfach ein Traum, der platzt. Das ist einfach irgendwas, was weg ist. So, man arbeitet dafür und hat es eigentlich auch schon geschafft. Ich war schon in der Stimmung, dass ich gesagt habe, hey, ich packe jetzt den Koffer. Ich habe es geschafft, ich habe meine Qualifikation. Und dann heißt es so, hey, nee, ist nicht. Und das wegen der Begründung, wir haben keine Plätze mehr. Also, ich fand es wirklich enttäuschend und ich war wirklich fertig mit der Welt in dem Moment. Aber mittlerweile bin ich eher dann auf den Trip gekommen, eben auch durch meine Ausbildung als Physiotherapeut, dass ich sage, mich interessiert dieser Trainingsfaktor. Ich möchte vielleicht auch eher den Kindern etwas geben. Also jetzt auch in der Nachwuchsgruppe, wo wir viele junge Leute haben, dass die einfach dort auch das rausziehen können, was ich damals aus dem Sport rausgezogen habe. Auch wenn sie es jetzt vielleicht noch nicht merken, was sie daraus ziehen können.